Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit dem kostenlosen Online-Tool diagrams.net sehr einfach übersichtliche und klar strukturierte Diagramme erstellen kannst. Fangen wir an. Ich bin hier auf der Startseite von diagrams.net und kann hier direkt loslegen. Ich könnte mir auch das Programm herunterladen und dann auf meinem Rechner selbst ausführen. Ich mache das jetzt aber hier im Browser, drücke auf Start. Geht ein neuer Tab hier oben auf und dieses Fenster erscheint. Ich werde also zunächst gebeten, zu entscheiden, wohin ich das Diagramm später speichern möchte. Zwar könnte ich hier Decide Later, also später entscheiden, klicken. Allerdings ist es sinnvoll, den Speicherort gleich am Anfang zu wählen. In dem Fall wähle ich Device, also das heißt, ich möchte die Datei auf meinem Gerät speichern. Jetzt kann ich hier ein neues Diagramm erstellen oder ein existierendes öffnen. Ich möchte jetzt ein neues erstellen und kriege jetzt hier eine ganze Auswahl von Vorlagen. In meinem Fall will ich einfach nur ein leeres Diagramm erstellen und habe deswegen auf Blank Diagram doppelt geklickt. Wenn mir die englische Benutzeroberfläche nicht passt, kann ich hier oben mit der Weltkugel umschalten auf Deutsch, muss dann einmal neu laden. Und habe dann die Benutzeroberfläche auf Deutsch. Hier unten erinnert er mich nochmal, dass ich das Ganze auch auf dem Desktop haben kann. Habe ich wahrgenommen. So, nun habe ich die Benutzeroberfläche. Hier in der Mitte die Zeichenfläche. Hier drüben gibt es verschiedenste Formen, die ich auf diese Zeichenfläche platzieren kann. Hier oben gibt es eine Symbolleiste mit verschiedenen Funktionen. Und hier rechts ein sogenannter Inspektor, mit dem ich verschiedene Eigenschaften der später zu erstellenden Formen ändern kann. Ich fange jetzt also einfach mal an, eine Form zu erstellen, indem ich entweder einmal auf die Form hier klicke, dann wird sie auf der Leinwand hier platziert. Ich kann sie verschieben durch Anklicken und Festhalten. Sie rastet an diesem Raster hier ein. Ich kann ihre Größe ändern, indem ich diese Anfasser in der Ecke greife. Und dann kann ich entweder eine neue Form machen, indem ich wieder hier drüben klicke, oder ich könnte einfach die Form hier rüber ziehen. Dann kann ich sie direkt an die Stelle loslassen, wo ich sie gerne haben möchte und kann dann so also beliebig viele Formen hier platzieren. Wenn ich Text in die Form schreiben möchte, klicke ich einfach doppelt. Hier oben sind die meistgenutzten Formen. Es gibt allerdings hier unten noch wesentlich mehr, zum Beispiel auch ganze Tabellen. Oder hier etwas ungewöhnlichere Formen, also der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Man kann hier wirklich alle möglichen Dinge modellieren. Es gibt auch Textformen, sodass ich also auch Text auf dem Diagramm platzieren kann, sodass das insgesamt sehr vielseitig ist. Wenn ich etwas löschen möchte, kann ich es entweder einmal anklicken und die Löschen-Taste drücken oder wenn ich mehrere Dinge löschen möchte, ziehe ich so einen Rahmen auf, der alles umfasst. Dann ist alles markiert und dann kann ich das Ganze auch löschen. Nehmen wir mal an, ich möchte ein Flussdiagramm oder ein Wirkungsgefüge erstellen, das aus Kästen mit verbindenden Pfeilen besteht. Ich ziehe also zunächst mal wieder eine Form hier hin und schreibe etwas hinein und möchte nun eine mit Pfeil verbundene weitere Form. Wenn ich mit der Maus über diese Form fahre, tauchen hier solche Pfeile auf und ich kann dann einen klicken und dann wieder eine Form wählen und schon entsteht eine mit Pfeil verbundene weitere Form. Das mache ich jetzt also nochmal, zum Beispiel nach unten. Und so kann ich nun also vorgehen, wenn ich diese Formen bewege, dann sind die Pfeilspitzen und die Pfeilenden an den jeweiligen Kontaktpunkten angeheftet, sodass die immer miteinander verbunden bleiben. Wenn ich nun eine weitere Verbindung erstellen möchte, kann ich mit der Maus über die Form fahren und dann sehe ich hier diese kleinen Punkte, die kann ich klicken und festhalten. Und damit eine weitere Verbindung woanders hin erzeugen, auch wieder auf einen dieser kleinen Punkte. Und wenn ich hier loslasse, ist nun also diese Verbindung ebenfalls vorhanden und ebenfalls an ihren Enden fixiert. Nun habe ich diese Formen in einer Standardkonfiguration, eine bestimmte Schriftart, eine bestimmte Linienart und so weiter. Wenn ich das jetzt ändern will, klicke ich die Form an
und habe nun hier in diesem Inspektor alle möglichen Eigenschaften, die ich ändern kann. Ich könnte hier zum Beispiel Hintergrundfarbe und Rahmenfarbe ändern. Ich könnte die Linienart ändern, die Linie zum Beispiel dicker machen, die Deckkraft ändern, die Form abgerundet machen. Dann kommt hier so ein kleiner Anfasser, sodass ich die Rundungsstärke einstellen kann. Es gibt Möglichkeiten, die Schriftart zu verändern, wenn ich das möchte. Und ich kann auch die Anordnung ändern, also die Größe hier numerisch eingeben und so weiter. Ich kann außerdem diesen Stil, den ich jetzt hier ausgewählt habe, auf andere Formen übertragen, indem ich zum Beispiel hier die Form anklicke, dann sage Style kopieren und die nächste Form anklicke und Style einfügen. Dann bekommt also diese Form genau die Eigenschaften wie die andere zuvor. Wenn ich mehrere Formen auswählen möchte, kann ich sie mit gedrückter Shift-Taste anklicken und habe so mehrere. Dann könnte ich zum Beispiel auch wieder den Stil übertragen. Ich markiere das hier, Style kopieren, markiere diese beiden, Style einfügen und schon haben alle die gleichen Eigenschaften. Es gibt noch eine andere zeitsparende Art, mehrere Formen auszuwählen, indem ich auf Bearbeiten gehe. Dann gibt es hier unten alle Knoten auswählen. Knoten sind alle Punkte, die sozusagen hier jetzt ein Kasten sind. Oder ich kann sagen, alle Verbindungen auswählen. Dann kann ich zum Beispiel hier für alle gleichzeitig die Eigenschaften ändern. Zum Beispiel hätte ich gern, dass die nicht so eckig sind, sondern abgerundet. Und ich hätte gern, dass die Linienart gestrichelt ist. Und somit kann ich das für alle gleichzeitig verändern. Wenn ich nun möchte, dass diese Kästen schöner angeordnet sind, zum Beispiel, dass sie oben bündig sind, dann kann ich auch wieder zwei anklicken und dann entweder hier drüben auf Anordnen und dann hier verschiedene Ausrichtungen wählen, zum Beispiel hier oben bündig, dann werden die beiden hier oben bündig oder ich wähle die beiden und sage, die sollen rechtsbündig sein, dann sind die rechtsbündig. Wenn ich hier auf den Hintergrund klicke, also nicht auf eine Figur, dann kriege ich die Eigenschaften im Inspektor, die für das ganze Dokument gelten, unter anderem die Papiergröße. Und dann kann es natürlich manchmal sein, dass mir mein Diagramm zu groß für die Fläche wird. Dann kann ich hier eine andere Größe auswählen oder einfach bei Benutzern definiert eine eigene Größe eingeben. Ich habe jetzt also bisher 8,27 Inch mal 11,69 Inch. Angenommen, ich möchte das jetzt deutlich größer und im Querformat haben, dann mache ich also hier zum Beispiel mal 20 Inch mal 15 Inch, drücke Enter und schon ist meine Zeichenfläche deutlich größer geworden. Ich kann hier noch weitere Stile einstellen, zum Beispiel hier auch vordefinierte Farbkombinationen. Die werden mir hier als Vorschau angezeigt, wenn ich da drüber fahre. So könnte ich also auch eine konkrete Farbkombi immer wieder verwenden. Wenn ich meine Datei speichern möchte, dann gehe ich auf Datei, Speichern oder Speichern unter. In dem Fall habe ich noch keinen Namen vergeben. Dann klicke ich einmal hier oben drauf und gebe dem Ganzen einen Namen, umbenennen. Nun könnte ich sagen Speichern. Und dann wird eben gefragt, wo ich hinspeichern soll. Ich hatte ja zuvor Gerät gewählt, also wird mir eine Datei auf meinen Rechner heruntergeladen. Das ist jetzt eine bearbeitbare Datei, die ich also bei einer weiteren Session wieder in Diagrams hineinladen und weiter bearbeiten könnte. Wenn ich meine Grafik aber irgendwo zum Beispiel veröffentlichen möchte oder in ein Dokument einfügen oder auf eine Webseite hochladen, dann muss ich das in einem Format tun, was eben dafür geeignet ist. Zum Beispiel eine Grafikdatei, dann gehe ich auf Datei, exportieren als und nehme zum Beispiel PNG oder JPEG. Das sind Grafikformate, die zum Beispiel in einem Word-Dokument oder auf einer Webseite gut funktionieren. Ich wähle hier jetzt also PNG, sage es soll 100% Zoom sein, Rahmenbreite, da gebe ich mal 20 ein, damit ein bisschen Abstand außenrum ist. Bei der Größe kann ich wählen, ob die ganze Seite oder nur das Diagramm. In meinem Fall nur das Diagramm. Dann könnte ich noch wählen, ob der Hintergrund durchsichtig sein soll. Nehme ich mal, dass man nur die Grafik sieht und nicht die Hintergrundfarbe. Und dann sage ich exportieren. Dann wird wieder gefragt, wohin. In dem Fall wieder auf mein Gerät. Und Datei speichern. Okay. Und wieder habe ich nun einen Download in meinem Downloads-Ordner.
sodass ich diese Datei nun woanders einfügen kann. Somit kannst du mit diesem kostenlosen Tool eine Vielzahl von Strukturdiagrammen erstellen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war nützlich für dich. Viel Erfolg beim selber Modellieren und bis zum nächsten Mal.